Man sieht es, die Haare wachsen. Der Bart hat seine Farbe verloren. Es ist dringend notwendig, dass man wieder zum Friseur gehen darf. Und ich zähle jeden Tag, ab Montag ist es soweit, man darf wieder zu den Friseuren gehen. Die haben dann wieder offen. Mitbringen muss man dazu jedoch einen negativen Schnelltest. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Fragen, wie das dann abläuft. Wie wird dieser negative Schnelltest kontrolliert? Wie muss man das mitnehmen? Auf einem Handy oder vielleicht auf einem Papier? Wo bekommt man das Ganze? Das weiß momentan noch niemand. Auch ist beim Friseur der 2 Meter Abstand einzuhalten. Das ist natürlich schwierig. Es gibt sehr, sehr viele kleine Friseure, bei denen dann nur mehr 1 bis 2 Personen drinnen sitzen können. Was sollen die machen? Eine andere Idee von Friseuren, was man schon gehört hat, wäre ein Selbsttest beim Friseur. Da gibt es ja zum Beispiel diese Gurgeltests, die jeder machen könnte. Da hätte man auch den Vorteil, dass sich viel mehr Leute dann testen lassen würden oder zusätzlich einen Test machen würden durch den Gurgeltest. Es wäre sicherlich eine gute und praktikable Idee, wenn man den Friseuren diesen Gurgeltest zur Verfügung stellt und der Kunde macht dann direkt vor Ort einen kurzen Gurgeltest. Das dauert ein paar Minuten und damit hat sowohl der Friseur als auch der Kunde Gewissheit. Der Bundesinnungsmeister Wolfgang Eder, der auch Salzburger ist, hat schon kritisiert, dass es eine extrem geringe Vorlaufzeit für die ganzen Maßnahmen gab. Aber einer, der wirklich stark davon betroffen ist, ist der Salzburger bzw. Wiener Starfriseur Christian Sturmeier. Ich bin hier in seinem Salon in der Salzburger Innenstadt. Herr Sturmeier, Sie haben, wie man sieht, das Problem nicht mit dem Platz. Da ist sowieso 2 Meter Abstand zwischen jedem Kunden. Aber was sagen Sie generell zu diesem Maßnahmenpaket? Wie haben Sie das aufgenommen? Na, grundsätzlich freut es uns einmal wahnsinnig, dass wir wieder öffnen können. Ja? Also, dass wir für unsere Kunden wieder da sein können. Auch wenn es vielleicht etwas schwieriger jetzt ist. Wir wissen noch nicht sehr viel, aber wir sind einfach einmal froh, dass wir für die Leute da sein können. Bei Ihnen läuft hinten, also laufen die Telefone heiß, das habe ich zuerst schon mitbekommen, da wirklich Ihre Mitarbeiterinnen legen auf und der Nächste ruft schon wieder an, die wollen einen Termin unbedingt haben. Ist die Nachfrage wirklich so groß? Sind die Leute schon so friseursüchtig, auch wie ich? Ja, also wir merken das ganz stark. Wir haben allein hier in dem Salon 4 Mitarbeiter heute, die nur den ganzen Tag am Telefon sind. Also es wird wirklich jetzt schon in drei, vier, fünf Wochen die Termine ausgemacht und darüber sind wir natürlich wahnsinnig froh. Wissen Sie schon, wie dieser PCR bzw. dieser Schnelltest, dieser Gentest dann ausschauen wird, den man vorweisen muss? Wie schaut diese Bestätigung dann aus, dass man diesen diesen Gentest gemacht hat? Wie kann man sich das vorstellen? Also bis dato weiß ich auch nur das, was in der Pressekonferenz auch besprochen wurde, dass wir entweder durch eine SMS, die hergezeigt wird, oder eben über eine schriftliche Bestätigung, dass der Kunde getestet wurde. Der darf nicht älter als 48 Stunden alt sein, aber es braucht eine ordentliche Bestätigung hierfür. Aber momentan wissen die Friseure noch nicht, wie diese Bestätigung ausschaut. Das heißt, wenn ich mir zu Hause auf der Schreibmaschine oder am Computer was schreibe, nachdem das ja nicht überprüfbar ist, muss ich denjenigen eigentlich reinlassen. Da hat die Regierung vermutlich wieder mal nicht zu Ende gedacht, das Ganze. Denn 5 Tage vor Eröffnen der Friseursalone weiß keiner, wie es weitergeht und wie es aussieht. Na, also es ist so, also wir wissen jetzt noch nicht wirklich viel. Ich denke schon, dass da noch was kommt, aber die Vorlaufzeit ist auf alle Fälle wahnsinnig kurz. Wir müssen extremst flexibel sein. Es zerrt auch ein wenig an die Nerven der Mitarbeiter. Wir geben unser Bestes, aber für uns die Hauptsache trotzdem, wir dürfen aufsperren.